Hier präsentieren wir die 5 beste Laptops-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Asus E200HFD0043TS. Das allerbeste Ultrabook war das 11,6 Zoll Design von Asus. Das Tool ist separat oder als etabliertes, aus einem intelligenten Gerät bestehendes Gerät leicht erhältlich. Das einzelne Gerät wurde jedoch tatsächlich untersucht. In puncto Rate bleibt es im reduzierten Einsteiger-Arrangement, handelt von einer Intel Atom X5 CPU und verfügt zudem über einen Hauptspeicher von 2 GB sowie einen 32 GB großen M-Speicher. Dies reicht aus, um einfache Jobs zu beenden. Sie müssen jedoch damit rechnen, dass das System etwas langsamer als ein vollwertiger Laptop ist und bei Full-HD-Videoclips gelegentlich auch ausfällt. Auch als Videospielanhänger kann das Tool nicht vorgeschlagen werden. Nichtsdestotrotz ist es ein äußerst kostengünstiges kleines tragbares Werkzeug für unterwegs, die Einrichtung oder das College, da es weniger als 1 KG wert ist. Nummer 4. HP 17X014NG. Das HP X002NG ist eine großartige und leistungsstarke Arbeitsmappe mit 8 GB Arbeitsspeicher, einem riesigen 17,3 Zoll Bildschirm und einer 256 GB großen SSD-Festplatte, die extrem schnelle Datenübertragungspreise sowie Startzeiten bietet. Windows 10 Resident C ist vorinstalliert und läuft auf dem Tool sowohl vollständig als auch sehr stabil. Umgekehrt haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, neben der Dimension des Hauptspeichers die CPU und damit auch den Grafikchip etwas zu verkleinern, um die Kosten zu senken. Anstelle der integrierten 256 GB SSD-Festplatte können Sie auch eine 1 TB Standard-Festplatte auswählen, wenn Sie dies nicht anhand der Rate tun. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. MSI GL73-8RE688 The Gaming Laptop. Die Version von MSI ist ein Videospiel-Laptop-Computer, der durch eine große Effizienz bestärkt. Es ist mit einem i7 bis 8750H sowie zusätzlich mit einem GTX 1050T, einem GTX 1060 oder einem RTX 2060 ausgestattet. Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen einer 17,3 und einer 15,6 Zoll Variante, bei der beide Bildschirme mit vollständiger HD-Auflösung flüssig werden. Die mit 4,1 GHz getaktete CPU baut ebenso wie die in der Prüfung angebotene GTX 1060 mit 6 GB Speicher eine überragende Effizienz. Aktuell sind zusätzlich 16 GB RAM DDR4 bis 2666 sowie eine 512 GB PCI Express SSD eingerichtet, da lange Wartezeiten ein entfernter Speicher sind. Der Arbeitsspeicher kann bei Bedarf ebenfalls auf 32 GB erhöht werden. Nummer 2. Lenovo A4 9125 Notebook. Zusätzlich besteht die Antiviren-Software von GData aus. Die Tools sind ebenfalls dank 1 TB Festplattenlaufwerk, 4 GB RAM sowie CAM, HDMI-Anschluss und auch USB 3.0 viel zu sehen, sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich eine exzellente Basis ist. Für viele wird die extrem leise Klimaanlage absolut besonders günstig sein. Mit 2,5 Kilogramm ist es kein Leichtgewicht, andererseits ist der Wirkungsgrad in Verbindung mit den Kosten dank des mit 2,6 GHz getakteten mobilen Athlon 64 noch kühl.
und die Nummer 1 unserer Liste. Huawei MateBook D. Als Sieger der Prüfung und damit auch als effektivster Laptop-Computer dominierte das MateBook D von Huawei. Der Laptop-Computer besticht vor allem durch seine hervorragenden Werkzeuge sowie die Effizienz in Bezug auf die Kosten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angemessen groß. Es wird in verschiedenen Versionen mit Ryzen 5, i5 oder i7 CPU sowie mit AMD und Nvidia Grafikkarten oder Intel UD Video angeboten. Insbesondere die Alternative mit Ryzen 5 2500 U Mobile sowie Radeon Vega 8 kann aufgrund des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses in der Prüfung überzeugen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.